einmal kurz das Filterbecken bzw. das Kampffischbecken. Ich habe es jetzt nochmal neu geklebt, jetzt nun zum zweiten Mal, ja, weil die Filterkammer nicht dicht war. Jetzt ist das aber okay und jetzt darf ich bloß nicht mehr dran rumfuhrwerken, weil die Medien hier unten, also die jetzt praktisch in der mittleren Kammer drin sind, die kommen ohnehin nicht mehr raus. Mir wird praktisch nur noch dieser Teil hier getauscht, beziehungsweise immer wieder ausgewaschen. Und ja, wie man sieht, es läuft. Und auch gut. So, klar, der Filter hat jetzt natürlich, die Luftpumpe ist für, ich meine, 75 ausgelegt. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Moment. Marina 100 sogar. Ist natürlich ein bisschen schwächer, weil Marina leider nicht so unbedingt optimal ist. So, deswegen zieht die jetzt natürlich mit 100 ein bisschen weniger, weil ja letztendlich dieser ganze Filteraufbau den Luftheber verlangsamt. So, gut. Das wartet eigentlich nur noch darauf, dass es eine Beleuchtung und einen Schrank kriegt, den ich selber bauen möchte, wo oben die Beleuchtung reinkommt, unten drunter praktisch die indirekte Beleuchtung mit einem Reflektor drin. So, gut. Ja, Kampffischbecken oder zukünftiges Kampffischbecken mit einem Riesenfilter. So,